Es ist eine Reise um die Welt. Eine weite Reise. Sie führt uns durch viele Länder und auch über die Meere. Nur fliegen. Fliegen werden wir nie. Immer wollen wir die Erde berühren. 5 Euro am Tag für jeden, das muss reichen. 2 oder 3 Jahre lang. 5000 Kilometer China. Wir haben uns in leiser Vorahnung von einer Freundin aus Deutschland, die sehr gut Chinesisch kann, diesen Text schreiben lassen, der ungefähr alles zusammenfasst, was wir so machen. Also, wie wir heißen, dass wir schon in über 20 Ländern waren, dass wir um die Welt reisen ohne Flugzeug. Willkommen im Sprachdschungel. Vergiss Lesen, vergiss Sprechen, vergiss sogar deine Zeichensprache. In China zu drämmen ist ein bisschen wie Pantomime spielen, nur ohne Lösung. But you, Xinyuan, Xinyuan? Wir sind in Ningxia jetzt. Nach Ningxia, das ist schon raus. 甘南藏族自治州，然后就是我们那个回民，就是回族藏族自治州，宁夏回族藏族自治州。OK。去西宁是吧 ？Go go 西宁。就现在 no 是吧 ？282。那 ，we sleep in sleeping in camp camping. Had gestern auch ping pong. Bing-Fang-Fang-Bing-Bing-Fang. Irgend sowas heißt Camping. And you, Lanzhou? 从兰州到银川，三个小时开车，三个小时。300 Kilometer. 3个小时。 3 Stunden. 3个小时。 3 Stunden fährst du noch. 现在不是4点吗？这个前面那个松开方向。 Yeah, wir fahren. Und unser Wörterbuch geht echt nicht. 汽车地方有，不这样子地方有。 Yeah. Yeah. So sehen Unterhaltungen hier aus. Und trotzdem, per Anhalter durch China zu wollen, ist gar nicht so schwierig. Es ging ja schnell. Ja. So wenig Wartezeit haben wir seit dem Iran nicht mehr. Die Menschen hier sind extrem neugierig. 1, 2, 3. Yeah. Okay. Alles, okay. Aber wirklich alles wird geknipst. Sogar unser Zettel findet mehrfach den Weg in die digitale Welt. Ni hao. Wir treffen Jen und Ellen. Die beiden Südchinesen brauchen hier zum Trampen keinen Zettel. Sie sind seit einem Jahr unterwegs und haben weite Pläne. Finally we want to go Portugal, yes? Portugal. Yes. By hitchhiking. Finally. Ja. Yeah. Mm. Sie reisen auch nur per Anhalter und machen Videos. Die pakistanische Grenze liegt jetzt schon 3000 Kilometer hinter uns. Wir sind mitten in China und merken, wie riesig dieses Land ist und wie unterschiedlich seine Kulturen sind. Hier in Shache ist der tibetische Einfluss ohne Zweifel spürbar. Früher war dieses Dorf ein Teil Tibets und bis heute leben die Menschen die buddhistischen Traditionen. Auch viele Pilger laufen im Uhrzeigersinn um die tibetischen Stupas. Manch einer legt die 3 Kilometer auf seine ganz eigene Art und Weise zurück. Je weiter wir in den Osten kommen, desto kleiner werden die Sprachbarrieren. Dort, wo sich die Metropolen tummeln, wohnt auch Jared.
Wir genießen es, mal mit einem Chinesen Englisch bzw. überhaupt sprechen zu können. Und Jareds Mutter verwöhnt uns dabei mit unfassbar leckerem Essen. Bon appétit tout le monde. Noch vor 2 Wochen haben wir in Chinas Westen das Essen gefürchtet. Hier können wir kaum genug bekommen. Heiße. Hier sieht man, was man in fast allen chinesischen Großstädten beobachten kann. Leute treffen sich zur allabendlichen Tanzgymnastik auf öffentlichen Plätzen. Und dann haben wir es geschafft, sind mehr als 5000 Kilometer durch China getrimmt. Es war viel mehr als nur ein Durchgangsland und die Menschen so erstaunlich verschieden. Und nun liegt es vor uns, eines unserer Wunschländer dieser Reise, die Mongolei. Doch das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, beim Treppen wurden wir mal wieder mitgenommen, wurden zum Mittagessen eingeladen und sind jetzt hier in ein 5-Sterne-Hotel gelandet, zu einer Vorbesprechung von einem Meeting. Hier kostet die Präsidenten-Suite 1500 Euro die Nacht. 1500 Euro haben wir haben glaube ich jeder von uns ausgegeben, seit wir unterwegs sind, in 13 Monaten. Also man kann entweder 13 Monate reisen oder eine Nacht hier schlafen. Ja, haben wir ganz gut gewählt. Obwohl es natürlich auch attraktiv ist, ne? Viel Gold und Klemme. Okay.